Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Sword of Mana. Letztes Mal waren wir in Yharth. Und jetzt geht's ab zum Altar der Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, ich war etwas inaktiv, tut mir wirklich sehr leid, oder auch nicht, wer weiß. Aber ja, ich hatte ehrlich gesagt nicht viel Zeit gefunden, da eine Marketingmappe fertig zu machen war für mein Studium. Und ja, da musste ich halt. Okay, ja, ich habe auch etwas prokrastiniert. Da bin ich Experte drin. Das gebe ich ja zu, aber nun gut. So, was bist du für ein Typ? Okay, du willst geschlitzt werden. Das muss ich auch nochmal sehen. Oh, wir sind draufgeschlagen, ne? Ja, schauen wir mal. Schlitz ist gut gegen Reptil. Oh. Dann lass uns mal schlitzen. Okay. Hier weht der Wind. Ich liebe diese Musik. Du bist ein Vogel, gegen Vogel ist was gut. Ich schau mal lieber nach. Ich brauch was, was gegen Reptil und Vogel zugleich gut ist. Da wäre mal Stoß, was gegen beide gut ist. Oder ich nehme einfach mehr. Was Mana, das gut gegen die ist, da wäre zum Beispiel, du bist ein Vogel, gegen Vogel ist was gut, Nocturne, hab ich nicht, Rocky, perfekt. So, neuer Typ, einmal ist was haben wir jetzt bisher überhaupt am meisten? Flattermaus wundert mich ja überhaupt nicht. Nadelschnabel, Flattermaus, bla 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 bla. Ja, den muss man erst noch besiegen, ich... Genie, das Küken... muss... Hoppala. Ah, okay, cool. Geht's da runter? Jo, okay, und hier rechts geht's auch irgendwo hin. Gehen wir erstmal nach Süden. Hier geht's weiter, hier ist das Rätsel. Das machen wir nachher. Es ist Nacht. Jetzt wohnen immer noch doofe Schlangen, die aber schlafen. Warum schläfst du nicht? Warum greifst du mich an? Das war ja gar nicht so schlecht. Haja! Zack, das sollte reichen. Hier geht's ab nach Schloss Kranz, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich und Erinnerungen, das ist etwas sehr Seltsames. Jo, Menschen, ich beneide sie. Liebe Wurzeln, wie ich sie beneide. Man sollte euch das Leben entziehen, so wie uns. Dieser Giftnebel von den Niedergeistern erzeugt? Ja, ganz genau. So, was für ein Vieh spawnt hier nochmal? Das Glitzer. Die Glitzerrüstung. Die wir jetzt brauchen. Warte mal stehen. Hab ich da eine Schatztruhe übersehen? Schokolade!
So, gib Acht auf deine Schritte. Was könnte das denn wohl bedeuten? Ich hab keine Idee. Aber überhaupt keine Idee. Aber überhaupt keine Idee. Aber überhaupt. Ich gehe mal in die falsche Richtung. Aber überhaupt keine Idee. Was? Ah, geht doch. Yay! Dünenlabyrinth. Du, 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 so, dann können wir ja die Quest abgeben. Hallo, hallo, ich hab das Rätsel gelöst. Ah, man muss also in einem Achtermuster um die Palme herumgehen, damit der Samenfluss stoppt. Natürlich endlos. Das Unendlichkeitssymbol sieht aus wie eine Acht, die auf der Seite liegt. Warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Dass das Rätsel gelöst, Herr Rufer, und dann gebe ich dir etwas Mauswerk und Gold, Gold mag ich sehr. Ja, richtig. Typisch Mathematiker. Apropos Mathematiker. Ich muss meine Hausaufgaben noch machen. Hat jemand von euch Bock, meine Matrizen zu multiplizieren und dann noch ein bisschen Artillerie zu machen und vielleicht auch ein paar Ableitungen und so? Ne? Toll. Nicolo! Nicolo, hast du was Neues für mich? Gib mir Schokolade, dann vielleicht. Nee, Fleisch brauch ich nicht. So. Danke sehr. Und denkt immer dran, immer bei ihm ankaufen, wenn ihr bei ihm seid. Irgendwann hat er ganz tolle Sachen für euch. Dünenlabyrinth, so. Skelette. Gegen Skelette hilfreicherweise. Also gehen untot. Hilft. Hilft. Was hilft davon? Da hilft eigentlich keine Magie, ne? Keine. Ich brauche mal mit dem Stoß. Nee. Mit dem Schlag. Also brauchen wir einfach eiskalte Magie. Level up für Amanda. Ein Griffion! So, jetzt wisst ihr, wovon wo ich meinen Avatar habe. Ah, lieb mich. Ich habe hier etwas Licht für dich. So. Oh, eine Schatzruhe. Oh nein, keine Stacheln, die tun doch viel. Ja, sehr schön. Man, da kann es gar nicht erwarten. Sie leuchtet schon ganz grün von Radioaktivität. Sultanseite. So, wir gehen gerade Richtung Ninja. Wir haben 15 Punkte in Deep. Boah. Entweder weiter Punkte in Dieb reinschmeißen oder bei Magie. Schwierig, schwierig, schwierig. Komm, jetzt mal 5 Punkte in Magie. Nee, warte mal. Einfach Dieb, dass man auf 20 setzen, das wäre nicht schlecht. Wow, ich habe jetzt 100 MP. Ich bin jetzt der Mana-Mann. Hallo Schlange, ich hoffe, du magst eine gute Kette auf dem Körper. Ich habe die Schlange ausgepeitscht. Richtig, die Scheiße. Dieses wunderbare Erlebnis in der Welt von Pokémon. Was ne?
Hallo Schlangen, wie geht es denn euch heute? Ich hoffe, ihr mag eine gute Katze ins Gesicht. Nein, jetzt kommt die Peter bestimmt gleich. Du kannst doch keine Schlangen schlagen. Beruhig dich, Peter, es ist nur in einem Videospiel. Was? Videospiele? Ich erinnere mich nicht an das Peter-Pokémon-Spiel. Das war ja so behindert. Ein Grifflion erscheint. Geh weg. Was ist nochmal gut gegen einen Grifflion? Schauen wir mal. Gegen eine Poltertruhe benutzt man Schläge. Schläge und Mond. Nee, doch. Cool. Ich brenne auch gut anscheinend. Ich will noch schauen, noch Deeskalation. Immer hauen, hauen, hauen. Haia! Wow, was ist denn da drin? Yay, eine Pamelia-Büste. Pamelia-Büste macht was nochmal? Zerstören! Dies hatte wenig Wirkung. Es ist jetzt Nacht. Ich hau immer noch auf Schlangen, denn die Schlangen sind sehr böse. Das habe ich in der Bibel gelernt. Hoppala. Hallo Vogel. Ist tot. Haha. Nochmal Dünenlabyrinth. Yay. Da hilft wohl nur Magie. Da hilft wohl nur andere Magie. Die tun ja sehr weh. Hab keine Ahnung nochmal, was gut gegen die ist. Lichtmagie scheint auch nicht das Wahre zu sein. Doch, Licht und Stoß. Immer mit der nice. Da sieht man sofort, dass ich ein paar Punkte in die Brand gesetzt habe. Ich habe Knopf gedrückt, habe ich gut gemacht. Komm her. Hab Knopf gedrückt. Wo bin ich jetzt? Was? Hab Tür. Niccolo! Hallo. Ich benötige noch eine Walnuss. Danke sehr. Sehr nett von dir. Robert, was suchst du da? Geh nicht einfach irgendwo rein, wo du nichts zu suchen hast. So, Dünnlabyrinth, bla bla bla. So, jetzt sollte normalerweise hier der Strom anders fliegen. Nee. Aber hier soll offen sein. Nee. Dann ist hier eine Tür. Aha. Baobabholz. Hallo. Du bist tot. hier muss ich einen Knopf drücken. Knopf wurde gedrückt. Jetzt ist er offen. Nee.
Dann ist hier unten offen, oder was? Schlange! Cool. Die Natur für mich, für dich. Feuermünze? Okay. Immer mit der Schlange. Was? Mit der Schlange geht Hier ist auch noch eine Schatzzone. Ne, 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 ne. Yes, ich wusste es. Noch mehr Holz. Sehr schön. Und dann können wir da rein. Moment. Also, hier muss doch irgendwas sein. Hallo. Warum machst du das? Ach, das machen die. Bye bye. Numana numore. So. Hier hoch, dann hier rein. Hallo. Ich hoffe, du magst ein paar Katzen ins Gesicht. Oh nee, die haben eine Axt. Und ich hab nur doofer Gaius. Ha ja. Was? Level up. Aua. Ha ja. Ha, Ausweis. Oh nee. Oh ja. Und zack. Aua. Tut doch weh. Ich hab die Axt erhalten. Denn die Axt im Haus erspart den Zimmer. Was? Jetzt bin ich der Axtani. Was ist passiert? Ich habe ein Geräusch gehört, das ist sehr entfernt. Immer das gleiche hier. Die Axt ist auf jeden Fall etwas langsamer. Ist das Schwert? Ich hab ein Grifflion zerhauen. Hallo Schlange. Oh, ich bin Chuck Norris, ich hau eine Schlange. Was denn, ich hau eine Schlange kaputt mit der Faust? Hallo, Ken. So, jetzt hat sich hier das untergedingelt. Wenn ich hier auf den Knopf drücke, geht das hier runter. Und wenn ich hier auf den Knopf drücke, boah, dieses Rätsel hier ist einfach fantastisch. Gib mir Holz. Elfenbein, sehr geil. Und wir sind wieder in der Jagdwüste. Ich hau die Schlange kaputt mit meiner Faust. Ich bin ein Robe. Hoia! Irgendwann später. Wisst ihr was? Irgendwann später. So. Schluck Kaffee.
Hallo Schlange, willst du eine auf die Fresse? Zack, bumm, und jetzt bist du tot. Pfeile, sehr schön. Die nehme ich mit. Vielen Dank für die Pfeile. Vielen Dank für die von dir. Schlange, hau die Schlange kaputt. Sehr schön. Eine Höhle. Sand. Schatztruhe. Halbmonton. Was macht das Ding nochmal? Schon Intelligenz, war man Geschicklichkeit. Was zur Hölle? Elektra? Okay, da war mal Elektra. Und der Jean, wie er auch immer hier heißt. Jean am Kind. Hallo, du Vogel. Was ist denn? Ah ja, richtig. Elektra wurde von diesen bösen Tieren hier einfach zu Stein verwandelt. Und wenn wir sie besiegen, geht's wieder, was überhaupt keinen Sinn macht. Du hast mich gerettet. Ein Schlangenküken hat mich angegriffen und in Stein verwandelt. Eine Luftkuss wie mich einfach in einen Steinblock verwandelt. Du bist mein Retter. Ich muss dir danken. Ich werde geschwind mit dir kommen. Ja. Vielen Dank, du wirst in Windeseile stolz auf mich sein. Du wirst schon sehen. Der Windgeist Orca ist jetzt mein Freund. Was haben wir hier? Knopf. Ich tue gerne Knöpfe. Zu schnell sind sie zu langsam. Ha, ja. Okay, das war grauenhaft. Mach das wieder aus. So, was hat der Knopf hier geöffnet? Warum habe ich den Knopf jetzt gedrückt? Was hat der geöffnet? Was? Ich weiß es nicht. Hau die Schlangen einfach kaputt. Das mögen die gerne. Ich töte Schlangen in ihrem Schlaf. Tut mir leid, aber es muss einfach sein. Ohne Schatz. Und noch ein Schluck Kaffee. Okay, das will ich ja hoffen, ne? Krummer Samen. Ja, der Samen, der heißt Krummer Samen, weil er krumm ist. Oh Mann. Hab zu viel Raukau geguckt. Jetzt habe ich immer das Bedürfnis. Die ganze Zeit würde ich sagen, einfach Twinwreck von Wörtern. So. Heia. Tierknochen. So, hier können wir speichern. Schau ich mal, wie viel Uhr es ist, denn ich habe heute nicht den ganzen Tag Zeit. Ich würde mal sagen, nein. Zuerst machen wir unser Level up.